dass Sie sozusagen das, was Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit machen, im Rahmen dieses Moduls reflektieren können. Mit Fachleuten, mit Fachmenschen, mit denen Sie ohnehin zusammen sind, mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie sich kollegial beraten können, dürfen, sollen. Dazu bieten wir Ihnen diese Online-Räume für Beraten, Planen, Kooperieren an und wir nehmen dazu diese Plattform her, die kollegiale Beratung NET heißt. Ich möchte Ihnen ein bisschen vom Konzept erzählen, ein paar Hinweise zur Nutzung geben und natürlich über kollegiale Beratung als Methode zumindest eine Andeutung machen. Darüber sich selber in der Literatur schlau zu machen, das will ich Ihnen nicht ersparen. Aber das, was für mich im Kern entscheidend dran ist, das kommt in der Präsentation mit vor. Kollegiale Beratung NET ist ein Social-Media-Netzwerk, wie andere auch, und doch nicht wie andere, sondern es hat ein paar Eigenarten und Unterschiede, die es für die Arbeit hier in diesem Kontext besonders geeignet machen. Deswegen, es gibt Unterschiede, zum Beispiel diese ganz vielen Menschen, die man auf Facebook erreicht, werden sie auf kollegiale Beratung eher nicht erreichen. Facebook habe ich, glaube ich, an die 600 Freunde, ja, diese Facebook-Freunde. Hier habe ich irgendwie 180 Kollegen und mit den Kollegen kann ich aber nicht alle gleichzeitig kommunizieren, sondern nur dann jeweils in dem Arbeitszusammenhang, in dem ich mit ihnen stehe. Von daher, das Konzept von kollegialer Beratung ist ein ganz anderes wie das Konzept von Facebook. Dort geht es darum, die Bewegung von Menschen, das Engagement von Menschen zu nutzen, um Werbekunden zu generieren und daran zu verdienen. Diese Plattform ist gemeinnützig. Wir sind werbefrei und das, was Sie dort äußern, wird nicht verwendet, um Ihnen Werbung zuzuschicken. Zielgruppenspezifische Werbung ist ja das Verkaufskonzept von Facebook. Unser Konzept ist ein anderes. Wir bieten Räume übers Netz, in denen Kolleginnen und Kollegen im Regelfall in kleinen Gruppen miteinander arbeiten können, mit unterschiedlichen Arten von Räumen. So, Facebook ist ein Marktplatz. Wenn ich dort bin, muss ich mich entsprechend verhalten, sodass es zum Marktplatz passt. Wenn ich dort mich hinstelle und laut schreie, hören es im Zweifelsfall auch 600 Leute oder 600.000 oder Millionen. Kollegiale Beratung ist ein Tagungshaus. Wenn Sie mal mit der Plattform Schwierigkeiten haben oder irgendwie denken, ich kann mich nicht richtig orientieren, denken Sie an das Bild vom Tagungshaus. Wir haben es so konstruiert, es funktioniert wie ein Tagungshaus. Fängt damit an, ich komme beim Pförtner an und muss halt sagen, ich habe hier eine Zulassung, ich darf rein. Oder ich muss mich ein Anmeldeformular ausfüllen. Wenn ich das einmal habe, bin ich identifiziert und kann immer an dem Pförtner vorbeigehen in meine Tagungsräume. Wenn ich sage Tagungshaus, ist es auch ein Unterschied zu der anderen Form, die Sie kennen. Das hier ist ein Schulhaus. E-Learning-Plattformen sind eigentlich virtuelle Schulhäuser oder Schulhäuser. Schule ist sehr viel oder Schulhäuser sind relativ hierarchisch konstruiert mit sehr vielen hierarchischen Abstufungen vom Direktor bis ganz nach unten. Hausmeister ist eine wichtige Rolle. In kollegialer Beratung gibt es eine ganz flache Hierarchie. Gibt es die Leute, die die Plattform verwalten und es gibt jemand wie Sie, der einen Raum anlegt oder wie mich, der einen Raum anlegt und es gibt Menschen, die in dem Raum mitarbeiten. So, das sind die drei Rollen, die es gibt und da gibt es weder Sonderrechte noch geheime Sachen, keine Überwachung, keine Anwesenheitskontrolle, auch keine Protokolle, wer wann wie lange ordentlich online arbeitet. Andere Plattformen, wir haben eine Moodle-Plattform im Studienzentrum, da haben wir dann Teilnehmer erzählt, naja, ich habe Moodle mal weiterlaufen lassen, weil damit die Statistik gut ausschaut. Also Anwesenheitskontrolle gibt es nicht. Es ist kein Schulhaus, es ist ein Tagungshaus. Da brauchen Sie Schlüssel dazu, da kann ich, glaube ich, jetzt kurz durchgehen. Ein paar Tipps zum Passwort, wenn Sie noch nicht drin sind. 8 Zeichen, gemischt aus Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen. Ich habe auch ein Beispiel dafür, was ein gutes Passwort wäre für Sabine. Ausdenken. Sie dürfen sich Ihr Passwort selber ausdenken. Wenn Sie es vergessen haben, können Sie sich ein neues holen. Dann ist es irgendein kryptisches, was man sich definitiv nicht merken kann. Dann können Sie aber Ihr altes Passwort dann wieder zurück selber einstellen. Wenn Sie es geschafft haben, über die Schwelle drin zu sein, im
Tagungshaus in ihrem Raum. Das heißt, jetzt sind sie erst im Foyer, dann haben sie alle Räume im Überblick. Es gibt verschiedene Räume, das ist wichtig, hat es auch schon Irritationen gegeben. In den verschiedenen es sind verschiedene Raumtypen. Es gibt Räume, die sind speziell für kollegiale Beratung gemacht. Das ist das ganz linke. Es gibt Konferenzen. Wir haben uns, die sich schon getroffen haben, online in einem Konferenzraum getroffen. So, es gibt einen Bereich, der heißt, Sie haben oben immer diese Menüleiste und Sie sehen da einen Bereich, der heißt KB Corporate. Wenn Sie den anklicken, wird er orangefarben und dann sehen Sie die ganzen Organisationen oder stellen wir es uns als Tagungshaus vor, die Etagen in diesem Tagungshaus. Da hat die Hochschule München für Basar Online eine Etage gemietet. Ich kann also den Fahrstuhl holen und in die Basar Online Etage fahren und dann komme ich dort an. Und dann sieht es in etwa so aus. So. Ein neues Foto. Ja, wir haben ein bisschen abgedatet, genau, damit es ein bisschen hübscher ausschaut. Sie werden die ganzen anderen Sachen, also unser Teamzimmer, Frau Arnold und mein Teamzimmer, werden Sie nicht sehen. Sie kriegen auch die alten oder die laufenden Programme nicht zu Gesicht, sondern nur das, was für Sie im Angebot ist. Das ist nämlich WTP10. Online-Plenum, das ist ein Konferenzraum. Wenn Sie dort noch nicht Mitglied sind, können Sie sich bewerben. Klickt drauf und dann bekommt der Verwalter dieses Raums, das bin ich, eine Nachricht. Und dann, momentan lasse ich alle zu. Und jetzt nach der Runde werde ich dann mal schauen, ob alle, die dort gelandet sind, auch tatsächlich hier in diesen WTP10-Kurs reingehören. Und die, die nicht reingehören, werde ich auch wieder freundlich, aber entschlossen rauswerfen. Das heißt, Sie können dann anschließend sicher sein, dass die Menschen, mit denen Sie dort in dem Plenumsraum zusammen sind, nur die sind, mit denen Sie tatsächlich hier im Kontext des Moduls zusammenarbeiten. Sie erinnern sich, Facebook Marktplatz, hier Tagungshaus, ist ein großer Unterschied. Auf Facebook weiß ich nie, was mit dem passiert, was ich sage, auch wenn ich eine Gruppe gründe. So, hier können Sie sicher sein, Sie sind in einem Raum. Der Konferenzraum. Ich habe jetzt mal einen Konferenzraum als Beispiel reingenommen. Das war eine alte WTP-Gruppe, genau. Okay. Man sieht, der ist dialogisch aufgebaut. Die Kästchen mit den Beiträgen sind immer ein klein bisschen versetzt. Man kann sich es wie Dialog vorstellen. Wichtig ist, es ist eine asynchrone Plattform. Das heißt, die müssen nicht zur gleichen Zeit dort sein und der Dialog entfaltet sich zeitversetzt. Wenn einer Vormittagszeit hat und die andere nachmittags, klappt die Kommunikation trotzdem. Es geht sequenziell eins nach dem anderen, Beitrag für Beitrag und Sie können den Dialog jederzeit nachlesen. Das heißt auch natürlich in der Praxis, dass es eine Verlangsamung der Kommunikation ist. Hilft beim Nachdenken und wenn man reflektieren will, sehr. Da ist diese Art von Kommunikation gegenüber der offline-kollegialen Beratung durchaus eher sogar leistungsstärker, haben wir festgestellt, auch in den Feedbacks, vor allen Dingen in den Feedbacks vorheriger Basar Online-Studierender, dass die sagen, es gibt mir eigentlich Zeit, darüber nachzudenken, was ich sagen will. Wenn Sie was sagen und schreiben, dann taucht es auf. Sie können es nochmal korrigieren. Wenn es aber dann der Nächste, die Nächste was gesagt hat, ist es weg. So wie das gesprochene Wort, der sich auch nicht zurückholen lässt. Die können irgendwie sagen, nee, habe ich nicht so gemeint. Ja, dann sage ich halt, habe ich nicht so gemeint. No, jetzt reiß ich das rum. Gut. Also, das ist sozusagen die Grundidee. Wie funktioniert Kommunikation auf der Plattform? Sie können nicht irgendwelche zurückliegenden Beiträge kommentieren. Es ist kein Thread wie in einem wie in einer Newsgroup oder so, wo man ja, ältere Beiträge sich herholen kann, sondern Sie können durchscrollen, aber Sie können sozusagen nicht zu dem unten einen Kommentar anhängen, was, ja, sondern Sie müssen oben schreiben, ich wollte zum Beitrag von Hansi Mittermeier sagen, dass Skifahren nicht mein Ding ist oder irgend sowas. Ja? In der Art, wie es in der Kommunikation in der Gruppe ist. Die Situation hier, wenn Sie dann auch was sagen und ich mit dem Reden fertig bin. So, halt, jetzt habe ich einen Hauch zu schnell. Ja,
Jeder kommt zu Wort und hat das gleiche Recht. Es gibt da keine unterschiedlichen Rechte. Auch derjenige, der den Raum eingerichtet hat, kann nur, wie alle anderen, sich beteiligen. Man kann sich nicht ins Wort fallen, das ist ein Vorteil, der durch die gewisse Langsamkeit dann wieder ein bisschen ausgebremst wird. Was ein schönes Feature ist, was auch hilfreich ist, wenn ich was reinschreibe und dann passiert 3 Tage lang gar nichts, dann kommt bei mir Unsicherheit auf nach dem Motto, war das jetzt so dumm oder sind die alle, leben die noch? Ja? Dann ist es hübsch, wenn man mal da schaut, 17 Besuche von 30 seit dem letzten Beitrag, dann weiß ich, okay, die Hälfte der Mannschaft war da. Wahrscheinlich sind sie so beeindruckt von dem, was ich geschrieben habe, dass sie alle noch nachdenken, was sie noch Gescheiteres schreiben können. Irgend sowas in der Art. Ja? Aber ich kriege diese Unsicherheit. Ja? In Online-Umgebungen existiere ich nur, wenn ich mich äußere. Ja? Nur wer schreibt, wird sichtbar. Dafür die Funktion, die noch nicht geschrieben haben, haben schon mal zur Kenntnis genommen. Ob sie es verstanden haben, wissen sie natürlich nicht. Ist aber auch sonst auch nicht so. Man sieht es manchmal in den Augen. Das ist ein Unterschied zwischen Online und Offline. Ja, asynchron, Beitrag für Beitrag, Konferenzräume. Die Struktur entsteht dadurch, dass Menschen sich beteiligen, Themen einbringen, sich breit machen oder schmal sind oder nicht auftauchen. Ja, wie in einer Gruppe, die miteinander redet. Der zweite Typ, kollegiale Beratung. Das ist sozusagen das Kernprodukt und auch das Alleinstellungsmerkmal der Plattform. Räume für kollegiale Beratung haben viel Ähnliches von dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe, haben aber als Merkmal und als wichtiges Merkmal die Moderation. Das Heilsbronner Modell kommt danach, da sage ich noch ein paar Schritte dazu. Jedenfalls die Idee ist, in Beratungsräumen, kollegiale Beratung läuft nach einem gewissen methodischen Konzept. Oder wir sagen nicht alle sofort, habe ich auch schon mal erlebt, sondern wir konzentrieren uns erstmal auf das, was diejenige, derjenige, der einen Fall einbringt, überhaupt darüber erzählt. Dann gibt es eine Phase des Nachfragens. Das Heilsbronner Modell hat sich über, also im Offline, also ist natürlich ein Offline-Modell, vor etwa 25 Jahren hier im Haus erfunden oder erst ausprobiert, experimentell. Ich habe Ihnen hier Flyer mitgebracht, die nehmen sich, wenn Sie Interesse haben oder zum Nachlesen, ist auch die Anleitung der 10 Schritte drin, nehmen sich das Blättchen mit, spart man Platz am Bildschirm. Allerdings am Bildschirm immer ist auch die Schritte, die schon waren und der Schritt, der gerade dran ist. Ja, also, und das ist das Merkmal der Moderation. Eine von Ihnen kriegt die Aufgabe des Moderators. Im Regelfall automatisch ist es derjenige, der als erster dem Fallgeber sagt, oh ja, da möchte ich mitmachen. Ja. Das könnte hindern oder es hat manchmal gehindert, dass Leute sagen, ich möchte mitmachen. Ich sage, kann ich moderieren? Kann ich doch gar nicht. Ist erstens nicht schwer, zweitens, man kann es aber auch abgeben. Ja. Also die Rollen sind abgebbar. Wenn ich sage, ich möchte nicht Moderator sein oder ich möchte als Fallgeber lieber einen anderen Moderator haben, dann frage ich den an. Und dann kann ich die Moderationsrolle abgeben. Das heißt, haben Sie keine Sorge, da können Sie Entscheidungen verändern. Und so machen, wenn der Moderator gerade sagt, ich muss jetzt aber, bin mit anderen Dingen beschäftigt, dann ist es sinnvoll, jemand anders als Moderator zu beschäftigen. Das Leben ist ja nicht immer vorhersehbar. Die Aufgabe des Moderators ist zu verstehen, natürlich, ist den Gruppenprozess mitzudenken oder der Moderatorin. Und sie hat ein einziges technisches Tool. Das ist hier, dass sie diesen, nur der Moderator hat diesen Knopf Schritt abschließen. Das heißt, er versichert sich, dass die Aufgabe jetzt im Schritt 4, wer Sammeln von Einfällen zum Beispiel, dass diese Aufgabe erledigt ist und dann klickt er auf diesen Abschließen-Knopf und dann ist sozusagen zum Schritt 4 nichts mehr beizutragen. Ich kann aber immer nachlesen, was ist in Schritt 2 oder 3 gesagt worden. Das heißt, ich kann sozusagen im Rückblicken, aber ich kann nicht mehr den alten Schritt verändern und ich kann auch nicht zu Schritt 9 schon was sagen, weil das macht keinen Sinn. Das ist zumindest die Erfahrung, dass eine gewisse Struktur in dieser kollegialen Beratung, wo sich Kollegen ohne Leitende beraten, dass die sehr hilfreich ist und dass es Sinn macht, die einzuhalten. Das System unterstützt genau diese strukturierte Abarbeitung und Durcharbeiten eines Falls.
Ups. Alles schon gesagt. So, das ist das gesamte Modell. Muss ich jetzt nicht vertiefen. In der Literaturhinweis haben wir es ja auch das Buch über die kollegiale Beratung benannt. Da ist es ausführlich beschrieben. Okay. Das Heilsbronner Modell der kollegialen Beratung funktioniert ohne externe Moderation. Das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt verschiedene Modelle von kollegialer Beratung und eine ganze, also mit 10 Schritten, mit 6 Schritten, mit 7 irgendwie, denkt ihr was aus. Aber der Punkt Moderation oder nicht, externe Moderation, der ist was Wichtiges. Weil die Idee hier ist und die Überzeugung, die Kompetenz derer, die an dem Fall arbeiten, reicht aus und ist geeignet, den Fall auch zu lösen oder zu bearbeiten, sodass für alle Beteiligten ein Gewinn dabei entsteht. Sowohl für die Fallgeberin als auch für die Beratenden. Und diejenige oder derjenige, der die Moderation macht, ist dann auch Beratender. Halt mit der Zusatzaufgabe des Moderierens. Muss ich schauen, dass es schneller geht? Genau, ich sehe. Gut, freie Aussprache, klar. Methoden. Wenn Sie Ihren Fall vortanzen wollen, als Videoclip dann online stellen, können Sie das machen. Ansonsten gehen wir davon aus, dass Sie Ihren Fall beschreiben, schriftlich, und die anderen darauf reagieren können. Im Text ist ja ganz viel Emotionalität drin. Ja? Ein guter Roman bringt einen im Zweifelsfall zum Heulen. Also im Text ist ganz viel Emotionalität drin. Und durch die gewisse Verlangsamung haben Sie eine Chance, dem auch vielleicht sogar mehr Raum zu geben. Gut. Sie werden benachrichtigt, immer wenn was Neues passiert, kriegen Sie die Nachricht, dass etwas Neues passiert ist, nicht was. Sonst wäre die Vertraulichkeit der Beratungssituation nicht gegeben. Sie können aber auch, wenn Sie es nicht über E-Mail sich schicken lassen wollen, einfach schauen, wenn Ihr Raum mit einem orangefarbenen I markiert ist, dann ist dort ein neuer Beitrag drin. Das heißt, insofern, Sie können es auch rein über einen Browser machen und brauchen das E-Mail-Konto eigentlich nur einmal, um es zu eröffnen. Andererseits ist es praktisch, wenn man 20 Nachrichten kriegt von neuer Beitrag, kollegiale Beratung, nett, dann weiß man, da geht richtig der Bär ab in der Gruppe. Dann macht es wahrscheinlich Sinn, nach dem 20. Beitrag spätestens mal hinzuschauen und zu sehen, was waren die 19 Beiträge davor. Es gibt Werkzeuge im Raum, die muss ich jetzt nicht erklären, ein Archiv, Dokumente, da können Sie einfach online lesbare Texte selber erstellen. Und diejenige, die den Fall eröffnet oder den Raum eröffnet, kann den Raum auch wieder löschen, kann Leute zulassen, muss Leute zulassen und kann sie auch wieder rauswerfen. Sollte man mit einem gewissen Respekt und Freundlichkeit tun, aber es ist möglich. Ist auch manchmal nötig, wenn sich jemand verirrt. Es ist klar, in der Mitgliederliste sieht man, wer alles drin ist. Das ist hier ein Raum, wo lauter Leute nur pseudonym auftreten wollten. Und derjenige, der den Raum verwaltet, hat so ein Werkzeugleiste, um zu sagen, okay, den will ich annehmen, dann klickt er da drauf und dann ist der mit drin. Und die drei pennen immer noch und melden sich nicht, weil sie Angst haben, dass irgendwas passieren könnte oder was auch immer, weil sie gerade offline sind. Gibt es auch. Kommt immer wieder vor. Hat was mit Gruppendynamik zu tun, ob Menschen reagieren oder nicht. Die Privatsphäre ist gestaltbar. Sie haben eigene Daten. Links in der Menüleiste sind Ihre persönlichen Daten drin. Sie können dort einstellen. Was Sie von sich preisgeben wollen, inklusive, dass Sie natürlich auch mit Standardbild auftreten können und ob Ihr Name angezeigt wird oder nicht, entscheiden Sie, genauso das Geburtsdatum, also alle die Dinge, die hier ankreuzbar sind oder nicht. Mit diesen Features gelingt es, kollegiale Beratung, aber auch Coaching und Supervision online erfolgreich zu praktizieren in einer vertrauenswürdigen Umgebung. Das belegt auch unsere wissenschaftliche Evaluation Jahr für Jahr seit 2010, die unseren Publikationen zur Online-Beratung zugrunde liegt. Kollegiale Beratung hat einen Ort im Netz. Willkommen in eigenen Räumen. Wir sind am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.